Hallo ihr Lieben, es gibt wieder einen Food Haul von mir. Ich war gerade einkaufen, wieder in den altbekannten Läden. Wenn ihr meine Videos schon schaut, dann wisst ihr, dass wir zum Lidl gehen und zum Edeka und im Bioladen habe ich auch ein bisschen was geholt wieder. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Euch viel Spaß beim Zuschauen. Einmal, ich mache erstmal Lidl, einmal Klopapier vom Lidl, das Recycling. Dann habe ich zweimal einfach den normalen Zucker hier geholt. Nämlich fürs Backen, für Samstag, für ein Fest, also für meinen Geburtstag, ja. Dann zwei Paprikarote habe ich wieder mitgenommen. Außerdem Mandeln gemahlene einmal, zweimal und gehobelte Mandeln noch, denn ich werde so eine, auf jeden Fall skandinavische Tarte machen, also Torte so mit Mandel, so eine Mandeltorte. Dann einen Lauch für die nächsten Rezepte, die ich machen werde, die Tage. Dann zweimal Kondensmilch. Sowas kaufe ich nur einmal im Jahr für meinen Papa für den Kaffee. Ich habe es gleich mal mitgenommen, dass wir am Freitag nicht alles ja, kaufen müssen und ich vor allem die Milch nicht vergesse. Dann geht es weiter mit Puderzucker zum Backen. Und zweimal die Pflanzenmargarine. Eine Marmelade durfte auch wieder mit 50% weniger Zucker von Milbona. Die ist sehr, sehr gut. Also ich kann die euch so empfehlen. Die haben wir schon so oft jetzt und die ist so lecker, trotzdem wenigeren Zucker. Dann durfte zweimal fürs Backen natürlich auch Mehl mit. Dinkelmehl im Typ 630. Ideal für Kuchen und Kleingebäck. Das werde ich aber durchsieben mindestens einmal, dass es feiner ist im für den Teig dann. Zwei Spezies für uns einfach zum Trinken natürlich. Eine hat meine Freundin sich schon geschnappt. Einmal einen Essig, eine Essigessenz, darf bei uns in der Küche nicht fehlen zum Entkalken. Dann eine Birne kam mit. Dann natürlich wieder zweimal die Hafermilch von Vemondo. Ich liebe sie einfach. Zwei Packerl. Für die Coco einen Spitzenkornreis und dann ist der erste Korb auch schon leer mit diesen Äpfeln hier. Die nehmen wir auch jetzt schon öfter oder haben wir jetzt schon öfter genommen, weil die sind schön klein. Die nehme ich mir ab und zu mal einfach für unterwegs mit. Die sind gut zum Snacken, die mag ich voll gerne. Ich vergesse und vielleicht interessiert es ja dem einen oder anderen von euch, was ich ausgegeben habe beim Lidl und zwar, ich glaube 73 noch was. Ich hatte aber zwei volle Tüten mit Pfand vergessen beim Lidl abzugeben. Das tat ich dann beim Edeka und deswegen sind es halt über 70 Euro geworden. Aber es geht weiter. Es waren nicht nur diese Produkte 70 Euro, sondern ich stelle das jetzt mal kurz hier hin. Sondern wir haben noch einen ganzen Korb hier vom Lidl. Und zwar einmal Knoblauch durfte wieder mit. Dann eine ganze Menge Eier. Da nehmen wir immer voll gern diese Eier hier. Ohne Küken töten. Zwei kleine Sechser, eine Sechserpackung, oder sind sechs drin, glaube ich, ja. Und hier diese nochmal in groß. In 10 sind da drin. Und einmal gefriergetrocknete Petersilie auch noch. Dann durfte ganz viel Schlagsahne mit. Von Milbona habe ich die einfach genommen. Ich weiß nämlich nicht, welche vegane Alternative ich zu Schlagsahne nehmen könnte. Wenn ihr das wisst, was nehmt ihr da? Falls ihr auch Veganer seid oder halt öfter mal schon so eine flüssige, also Schlagsahne, süße Schlagsahne hergenommen habt in Veggie-Style. Also, ich kann aber reden, sorry, ist schon spät abends. Im Veggie-Style, dann könnt ihr mir das gerne mal mitteilen. Ich wusste nicht jetzt auf die Schnelle, was ich nehmen sollte. Deswegen habe ich einfach die normale genommen. Wie viel habe ich da? 4 Packungen. Einmal noch einen ganzen Sack Äpfel hier, diese, ich glaube, Elster sind es.
für einen Blechkuchen. Also Blechapfelkuchen hat sich meine Freundin gewünscht mit so Butterstreuseln drauf. Achso, hier kommt noch einmal ein Mehl. Dann habe ich doch 3 Packungen Mehl mitgenommen. Dann durften 2 leckere Goldkiwi mit. Ah, hier haben wir dann nochmal Mandeln. Okay, nochmal gehobelte Mandeln. Für die Coco einen körnigen Frischkäse. Wenn sie ein bisschen Verdauungsstörungen hat, ist immer gut, was da zu haben. Mir habe ich dann mal so fertige Knödel mitgenommen. Halb und halb Knödel. Ja, wenn ich mal Knödel essen will, dann mache ich sie oft, also oder wenn, dann mache ich sie selber lieber, aber ja, so zwischendurch habe ich voll Bock auf Knödel gehabt. Hier habe ich jetzt einfach die fertigen genommen. Dann den ganzen Sack Karotten, weil wir brauchen einige wieder in der nächsten Zeit. Dann haben wir wieder ein großes Wassermedium, wie immer, und einen kleinen 6er-Träger nehmen. 9 sind ja da jetzt immer drin, Wasser auch Medium. Das sage ich euch jetzt nicht, weil das ist so schwer zu hieven. Oh, und dann habe ich was Leckeres entdeckt. Und zwar vergünstigt sogar noch für 1,39 diese Ruby-Creme. Schaut mal, lecker, oder? Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt weniger lang haltbar ist. Habe ich gar nicht geschaut, ehrlich gesagt, aber mei. Zarter Aufstrich mit Ruby-Kakaobohnen, 200 Gramm. Lecker, habe ich vielleicht gedacht, wenn meine Schwester noch mit meiner Nichte und meinem Neffen übernachten sollte am Wochenende, vielleicht stelle ich die dahin oder einfach beim nächsten Mal, wenn es Pfannkuchen bei uns geben wird. Achso, die hätte ich jetzt beinahe vergessen, euch zu zeigen, weil die schon geöffnet sind. Diese Lebkuchen von der Eigenmarke, oder? Ja, Favorino, mit Saatbitter und Füllung von Orange. Die haben wir schon probiert, die sind eigentlich ganz lecker. Ja, und dann haben wir nur noch diese 3 Schätzchen hier, die habe ich das erste Mal entdeckt. Ich weiß nicht, kennt ihr die schon? Von 3 Bears? Diese Pocket Porridge Teile, einmal mit Honig, mit Mohn und Banane. Mit 40% Vollkornhafer. Solche bisschen weich so. Die sind mit Banane und Mohn eben und mit Reissirup gesüßt. Die habe ich einen für mich mitgenommen und einmal zum Verschenken. Auch mit dem gleichen Geschmack. Und für meinen Schatzi natürlich in Schoko. Ja, ihr Lieben, das war's mit Lidl. Jetzt packe ich hier wieder zusammen und dann kommt, glaube ich, oder ich kann euch gleich noch geschwind vom Metzger, vom Hermannsdorfer Metzger, die Wurst zeigen. Das ist nämlich einmal, sieht man nicht so gut, gell? Ein Leberkäse hier und ein Aufschnitt, Puten-Salami-Aufschnitt ein bisschen. Und 2 Doggy-Bags, Puten-Abschnitt-Fleisch, die wir immer kostenlos dann kriegen, wenn wir beim Metzger was kaufen. So. Und wie hat es gekostet beim Metzger? Das war 4,73 Euro oder so, also knapp 7 Euro, die 2 Sachen hier. 5 Euro. Entschuldigung, Leute, ich bin heute echt schon ballerballer. Wir haben vorhin schon ein Q&A-Video gedreht. Es war voll schön mit meiner Freundin. Und ja, ich verlinke es euch unten gerne in der Infobox, weil ihr es verpasst haben sollte bisher. Schaut da gerne drauf, beziehungsweise klickt einfach auf den Link. Ja, so, ich habe nämlich noch im Bioladen feine Schokolade gekauft oder feine Snacks für eine Freundin, die letztens für ein paar Stunden auf die kleine Kokomaus aufgepasst hat. Ich war ihr so dankbar, deswegen habe ich ihr was geholt noch. Einmal diese vegane Schokolade, denn sie ist Veganerin. Schaut so lecker aus mit White Crisps. Und dann einmal diesen Organic Double Choc mit Walnuss. So ein Cookie eben. Und einmal diese veganen Gummibärchen, Happy Bear. Ja, mit Biofruchtsaftbärchen ohne Schalantine. Ich hoffe, sie freut sich darüber. Ich wollte halt eine Kleinigkeit, aber die Kleinigkeit hat ungefähr 10 Euro schon gekostet. Ja, vegan halt, ne, im Bioladen. Ja, und dann wären wir schon bei den Produkten zum Schluss, die ich halt beim Edeka geholt habe oder holen musste, was die halt nicht beim Lidl gab, leider. Einmal diese Eiscreme von Landliebe habe ich mal geholt, in Vanillegeschmack. Einfach für den Kuchen, für den Blechkuchen gerade ein bisschen so, wer halt ein bisschen Eis dazu mag, dachte ich, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Boah. Deswegen habe ich auch eine kleine Flasche vom Eierlikör geholt, kann sich auch, wer mag, über den Kuchen geben.
Dann einmal ein Apfelmus, einfach, ich glaube, ach ja, der Apfelmus kommt. Kommt der jetzt in die Torte, glaube ich, in die Mandeltorte oder? Ja, an die Mandeltorte, glaube ich. Der ist nämlich ohne Zucker von Gut und Günstig und finde ich super. Eine Currypaste durfte wieder mit in Gelb. Außerdem Brokkoli, TK. Und Maultaschen, diese hier vom Burger, oder? Ne, Burger, glaube ich. Gemüsemaultaschen. Ich wollte eigentlich vegane, die gab es aber beim Lidl heute nicht. Und die musste ich halt jetzt beim Edeka holen, weil ich dachte, ach, vegetarisch sind die sogar. Ah, okay, sie sind vegetarisch. Ach so, genau, dann wollte ich, habe ich den gesehen hier, zufällig diesen Kokosblütenzucker beim Edeka noch. Und den habe ich dann mal wieder mitgenommen, weil ich schon lange keinen so einen habe, so einen alternative Süßungsmittel. Und dann, ja, dann habe ich den halt mal wieder mitgenommen. Jetzt habe ich wieder mal einen, das ist gut. Und zu guter Letzt noch einmal Oregano, weil ich das beim Lidl auch nicht fand. Einfach hier diesen. Und diese Bourbon-Vanillepaste von Dr. Oetker durfte auch mit fürs Backen. Ja, das war's schon. Ich bin voll schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch die Rezepte, die wir in den nächsten Tagen kochen werden, noch sagen soll. Interessiert es euch? Dann lasse ich das jetzt erstmal weg und ihr könnt mir gerne schreiben, ihr Lieben, ob es euch interessiert, was wir so kochen, dass ich dann euch eben entweder in die Infobox die Rezepte immer schreibe oder halt nur sag. In manchen Videos könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen, habe ich sie nämlich euch auch schon manchmal mitgeteilt, was sie so kochen, die Rezepte. Und ja, schreibt es mir halt gerne, dann weiß ich ja, ob ihr das gerne hören wollt oder ja. Vielen Dank euch für das Feedback. Und auch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ja, die letzten drei Videos sind wie immer in der Infobox für euch verlinkt. Könnt ihr nochmal gerne draufklicken, falls ihr das noch nicht gesehen habt, die Videos. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht das Beste daraus, wenn es euch nicht so gut geht, ihr Lieben. Ciao!